Unser heutiges Thema ist Unfair Advantage von Flächenregionen als internationale Tech-Hubs. Finanzierung, Kunden und neue Märkte. Das klingt erstmal überladen. Ich habe eben in der Vorbereitung erstmal gegoogelt, was sind Flächenregionen? Es gibt gar keine richtige Definition. Und was schön ist, unser SEO von der Farmers funktioniert so gut, dass wenn man auf Bildersuche geht, direkt auf euch beiden kommt von dem heutigen Talk. Flächenregionen definieren wir für uns ja als eine strukturstarke Region, die aber jetzt an keine Metropole, an keine größere Stadt angebunden ist. Wie ist das in München? Da ist ja schon ein Unterschied, ne? Aber es sind doch relative Gemeinsamkeiten, wenn man gerade anschaut, dass München ja sehr viel Industrie hat, auch traditionell. Wie würdest du Flächenregionen für dich definieren dann? Also ehrlich gesagt, ich habe keine Definition für Flächenregion, weil ich das Wort noch nie gehört habe. Aber München ist ja auch ein Dorf. Also München ist ja in dem Sinne keine Metropole, wenn man das mal mit einer echten Großstadt vergleicht. Von daher, ich glaube, macht eine mittelgroße Stadt wie München auch oder hat Ähnlichkeiten sicherlich mit Flächenregionen oder hier. Insbesondere, was München natürlich sehr stark hat, ist die Industrie. Also nicht nur oder generell Wirtschaft. Also wenn man sieht, ich weiß nicht, 7, 8 der DAX-Konzerne, die da sitzen und mehr internationale Firmen ihre Headquarters dort haben in Deutschland, Europa und den Standort ausweiten. Ich glaube, das macht die Region aus. Und der Vorteil für München ist natürlich auch, wenn man in München mal aus dem Ort rausfährt, dann ist Landwirtschaft. Die ersten Bauern sind noch innerhalb des Ortsschildes. Das heißt aber auch, also schöner Freizeitwert, heißt aber auch, dass die Konkurrenz außenrum, also die städtische Konkurrenz, nicht so stark ist. Das ist jetzt, wenn man es mal vergleicht, jetzt mit Nordrhein-Westfalen, da gibt es so viele Regionen, da ist die Konkurrenz viel stärker und es ist viel schwieriger, jetzt eine Region aufzubauen und die wirklich auch systematisch zu stärken. Und das ist sicherlich ein Vorteil von München, dass München in dem Bundesland so stark werden konnte. Es gibt natürlich die Franken, die Schwaben, die auch berücksichtigt werden müssen. Aber das ist sicherlich ein Vorteil von München über die Jahrzehnte gewesen. Bevor wir dazu kommen, wo ihr beiden euch dann kennengelernt habt, also international oder national investiert ihr. Thorsten, wie würdest du Bielefeld beschreiben, wenn du jetzt gehört hast, München als eigentlich eine, kann man ja gar nicht in Konkurrenz treten, aber trotzdem habt ihr euch für den Standort hier entschieden? Wir haben es uns nicht bewusst dazu entschieden, sondern erstmal, setzen wir mal voraus, wir sind gebürtige Ostwestfalen und wir stehen dazu. Also das heißt, wir haben auch einen Ursprung, ein Herz zu der Region, wo wir auch erwachsen sind. Ich selber habe noch mal 7 Jahre in der Nähe von Karlsruhe gearbeitet und war auch beruflich Zeit meines Lebens international unterwegs. Also ich glaube, ich kann schon global denken, aber lokal handeln. Und es war sehr naheliegend, weil wir haben uns hier kennengelernt aus der Region heraus. Ich will auch gar keinen Wettbewerb zu Städten machen. Ich halte das für total unsinnig. Sondern ich glaube, jede Stadt, jede Region hat ihre Vorteile und ihre Situation, die sie halt nutzen müssen für sich. Und wir fühlen uns hier sehr, sehr pudelwohl, weil wir zum einen die Founders Foundation haben. Dort haben wir uns ja kennengelernt auch. Das ist vielleicht für die Zuschauerinnen und Zuschauer auch ganz interessant. Wir haben uns vor über 4 Jahren bei so einer Founders Academy einmal kennengelernt, durch Zufall. 2 junge Mathematiker und so ein Industrieopa, wie man ja so jetzt sagt. Und das war eine ganz, ganz tolle Situation. Und auch die ersten Mitarbeiter und Mitarbeiter haben wir hier gefunden. Und auch, da kommen wir wahrscheinlich gleich zu, auch die ersten Kunden. Ja. Und Nähe schlägt einfach. Warum muss ich jetzt unbedingt national oder international sourcen, wenn doch Kunden vor Ort sind und sogar wenn kritische Kunden vor Ort sind. Es heißt ja auch so schön, wenn man es in Bielefeld schafft oder in Ostwestfalen schafft man es überall. Also ich glaube, die kritischen Geister in der Industrie, hier sind die ja durchaus hoch, will das aber gar nicht vergleichen mit anderen Regionen. Aber natürlich ist es doch viel, viel effizienter, wenn man eine Firma startet, dass man es vor der Tür probiert. Also insofern gab es für uns keine wirkliche Überlegung. Und bis heute haben wir auch noch nicht gemerkt, dass wir einen Standortnachteil haben. Ich glaube, wir haben sogar einen Standortvorteil. Also erstmal werden wir besser wahrgenommen durch als Bielefelder Unternehmen. Ich sage immer, wenn SAP es in Waldorf gemacht hat, also Waldorf ist ja noch viel, viel kleiner und unbedeutender als Bielefeld, warum kann man nicht hier auch Technologiestandort weiter ausprägen? Zumal die Industriefirmen ja selber auch riesige Technologieabteilungen haben.
Also nur weil es jetzt ein DMG Mori ist, Maschinenbau, und Dr. Oetker und Phoenix Contact, das sind ja klassische Industrie- und Lebensmittelkonzerne, aber trotzdem haben die ganz, ganz viel Technologieentwicklung ja in sich. Also wir sind definitiv in meinen Augen ein Technologiestandort hier in Ostwestfalen-Lippe. Nur, dass es jetzt vielleicht noch genau diesen Leuchtturm fehlt, wie Slack oder wie Salesforce oder wie SAP, aber da können wir jetzt dann dran arbeiten. Ist das dann unser erster Unfair Advantage, wo wir sagen, wir haben diesen Industrienähe, und wenn man sich Bielefeld oder die Region Ostwestfalen in Zahlen anguckt, sind ja 75 Milliarden Umsatz pro Jahr machen die stärksten Unternehmen hier. Ist das etwas, was du ja auch gesagt hast, München ist wie ein Dorf, jeder kennt einen hier, aber auch gleichzeitig so ein bisschen Risiko, weil wenn du es hier dann nicht schaffst, dann geht natürlich, das macht das hier einmal die Runde. Ne? Dann musst du bei Schüco nicht klopfen, wenn du bei Phoenix schon irgendwie... Ja und nein. Erstmal sind die Firmen dann doch unterschiedlich und haben auch ganz unterschiedliche Bedürfnisse. Und auf der einen Seite kann man auch nicht jeden glücklich machen. Das muss man auch akzeptieren. Aber ich gebe dir schon recht. Natürlich, wenn der Lokale stärker ist, heißt es auch, dass die Vernetzung größer ist. Ne? Mit all den Nachteilen, die vermeintlich dazu kommen. Jetzt gar nicht so gesehen auf die Region, aber auf die oder generell in Deutschland, ob es München ist oder wenn wir mal bei München bleiben. Was braucht es dann gerade? Gerade junge Unternehmen, ihr macht Kosteneinsparungen. Also ist das ein Trend, auch wenn wir haben eben im Vorgespräch so ein bisschen über die Unterschiede zwischen Berlin, München, Bielefeld gesprochen, dass sehr viele B2B-Unternehmen dort auch entstehen, wie wir ja auch als B2B-Hotspot uns ja selber bezeichnen und du ja auch das schätzt, dass wir einen Zugang zum Markt haben, dass in München einfach Dinge entstehen können, weil die Industrie so stark ist? Ich darf hier meine Sache noch korrigieren. Ja. Das ist ganz wichtig für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir machen keine Kosteneinsparungen, okay. Wir machen Kosteneinsparungen steuerbar. Okay, Entschuldigung. Das ist ein kleiner, weil das machen die Berater und wir sind keine Berater, die greifen wir an. Okay. Zurück zur Frage. Also ist es in diesen Regionen, die eine starke Industrie haben, näher liegender oder auf der Hand liegender, dass dort B2B, wie jetzt die Unicorns, die gerade alle kommen, die Celonis, die Relayers, in diesen Regionen dann kommen? Und hoffentlich, wir haben Isunicorn, Value Desk bald. Na gut, es braucht sicherlich eine Reihe von Ingredienzen. Ja? Und wenn ich Kunden in meiner Region habe, dann ist es natürlich leichter für mich, die ersten Kunden auch zu finden. Ja, und dann muss es gar nicht mal München sein, da reicht auch, sage ich mal, jetzt Bielefeld, ohne jetzt das abwerten zu wollen. Aber es braucht diese Kunden und es braucht den Hauptsitz des Kunden und nicht das Vertriebsoffice in der Region, weil der Vertriebler will verkaufen. So. Das ist aber nur ein wichtiger Punkt. Ein anderer wichtiger Punkt, wenn man jetzt sich München anschaut, mit drei großen Hochschulen, also zwei Universitäten und dann die Fachhochschule, wo unendlich viele Studenten, insbesondere auch technologieorientierte Studenten, ausgebildet werden und Gott sei Dank in den letzten 5 bis 10 Jahren auch wissen, was Startups sind. Ja, als wir studiert haben, da gab es es noch nicht. Ja. Also da, ja, als Student ist man da nicht drauf gestoßen, hat einem keiner gesagt und da gab es sie auch nicht. Ja. Ich habe in Mannheim studiert, da, SAP habe ich kennengelernt. Ja. So, aber das sind schon mal die Universitäten. München hat Technologieinstitute wie Fraunhofer und andere, die auch noch von der anderen Seite kommen, ja eigentlich auch Forschung und Unternehmen, Industrieunternehmen verbinden wollen. Und diese Verbindung braucht es. Und das hilft auch nicht, wenn dies parallel existiert, sondern es braucht, und das ist das Thema Ökosystem, was ist ein Ökosystem? Diese verschiedenen Ingredienzen, die müssen sich verbinden. Ja? Und das muss dauerhaft sein. Das kann nicht jetzt nicht für ein Projekt angelegt sein, so wie mit den Savings, ja? Sondern ein Savings-Prozess, nicht ein einmaliges Projekt. Und da braucht es einen langfristigen Atem für. Wie begleitest du dann die Gründer, die ein Gründungsvorhaben haben, um dann wirklich den Schritt zu gehen, so wie Thorsten es ja vor 4 Jahren gemacht hat? Ist es einfacher, wenn es schon diese ganzen Dinge irgendwo gibt, wie die Unis, die sehr technisch unterwegs sind, die Hochschulen oder auch das Personal? Also wenn wir nachher noch über Mitarbeiter sprechen und wie man Talente gewinnt, wie bekommt man die dann zum Gründen, gerade in so Regionen wie Ostwestfalen, NRW oder auch, wenn wir uns angucken, wenn Heilbronn? Wenn man sich München anschaut, die Universitäten haben ein, zwei Dutzend Entrepreneurship-Lehrstühle, Unternehmertum, das Innovationszentrum, wo wir ja verbunden mit sind, allein die haben mehrere tausend, ich glaube 5000 Studenten pro Jahr, die in irgendwelche Kurse reingehen. Da gibt es keinen Studenten mehr in München, ganz wenige, die nicht wissen, dass man gründen kann, die auch nicht andere Leute kennen, die schon gegründet haben. Und da muss man keinem mehr erklären, was ein Businessplan ist.
Ja, da hat sich enorm viel entwickelt. Und was wir sehen, die Absolventen aus der TU zum Beispiel, die sind so vorbereitet, sehr viele wollen gründen. Wenn man da eine Umfrage macht, hebt man die Hand, ja, 80% können sich vorstellen, dass sie gründen nach dem Studium. Ja, müssen auch nicht. Es muss ja nicht jeder gründen. Ich meine, das macht ja auch keinen Sinn. Aber zumindest, dass es eine Option ist, das ist wichtig. Wie schafft man es dann, den Sprung, nicht über den großen Teich, aber auch die internationale Bühne zu erobern? Habt ihr schon euch Gedanken darüber gemacht, wenn ihr sagt, ihr habt Ostwestfalen als kleines gallisches Dorf erobert? Wie wird als Scale-Up dann nachher die Internationalität angestromt, wenn man eigentlich so einen regionalen, ja fast schon DNA eigentlich hat? Also so regional sind wir ja auch nicht, das muss man klar sagen. Also Valueless ist in 35 Ländern aktiv. Wir haben 150 Firmen nutzen in 35 Ländern Valueless. Natürlich haben wir es nicht direkt nach Malaysia verkauft, aber es gibt Kunden und User in Malaysia von anderen Firmen. Und die Kunden tragen uns schon in die Welt hinaus, aber noch nicht den Sales-Vertrieb. Und wir machen schon schön jeden Schritt nacheinander. Also wir machen jetzt nicht Ostwestfalen und dann Amerika. Wir machen jetzt erstmal national und deutschsprachig. Das ist unsere Aufgabe für 2021, 2022. Und wir bauen quasi jetzt gerade die Wachstumsstrukturen dafür auf. Das ist auch das Kapital, was uns anvertraut wurde. Also wir bauen jetzt den Vertriebsmotor auf, den Marketingmotor und vor allen Dingen auch die Technologie, die wollen wir stärken. Und dann machen wir uns Gedanken über den nächsten Schritt. Aber es wird ganz klar ein internationaler Business Case werden. Das macht absolut Sinn, weil wir merken es ja auch durch unsere Kunden, die arbeiten auch so. Das ist jetzt keine besondere Errungenschaft, die wir da in die Welt tragen, aber die Art und Weise ist es dann. Also es heißt mit anderen Worten, erstens, wir haben die Erfahrung mit anderen Industrien, mit anderen Nationen, mit anderen Sprachen auch. Wir haben noch nicht die Erfahrung, was das Thema internationales Sales betrifft. Und wir haben ja auch gelernt, dass das viel Geld kostet, also jetzt in ein anderes Land zu gehen, da mal gerade den Vertrieb aufzumachen. Das werden wir nicht nur so machen, sondern wenn, dann wird da auch ein Plan hinter sein. Und wenn wir das machen, dann brauchen wir auch dafür sicherlich nochmal separates Kapital. Wenn ich das ergänzen darf, die lokalen Kunden sind Fluch und Segen zugleich. Mein Venture Capital, ich habe gesagt, ich mache es seit 20 Jahren. Vor 15, 10 Jahren sah das noch ganz anders aus. Wir hatten kein Kapital, viel zu wenig Kapital in Deutschland und wir haben nicht global gedacht. Ich habe sehr viel in Israel investiert und da gibt es ein Ökosystem, ist auch nicht vergleichbar, weil die Gesellschaft viel enger zusammenarbeitet. Aber ein großer Vorteil war, dass sie keinen Markt hatten, keinen relevanten Markt. Sehr viele erfolgreiche B2B-Unternehmen. Und was haben die gemacht? Die haben den ersten Piloten im eigenen Land, dann sind in die USA gegangen und auch nach Asien gegangen. Sehr aktiv in Asien und dann oft erst nach Europa. So, weil sie keinen Markt hatten. Und das heißt, der lokale Markt kann auch dann einen zu lange warten lassen. Ja, ich kann da hier noch einen Kunden gewinnen und da noch einen. Ich muss ja nicht reisen. Also ich glaube, man muss sich schon sehr früh international orientieren oder aus dem Look, erstmal aus dem, wie Thorsten sagt, also national, ja, und darf nicht zu lange jetzt sich da es gemütlich machen. Ja, das ist ganz interessant. Die Israelis, also die gerade mit der Startup Nation Central, die sind ja auch Partner von uns über die Hinterland. Sie ist ja da. Ich habe die gleichen Erfahrungen gemacht. Sie sind sehr hoch, also sehr interessiert daran, ihre Startups hier reinzubringen. Und wir gucken natürlich neidisch nach Israel und sagen, boah, was da alles an Technologie entsteht. Aber zurück, wenn wir auch über Ökosysteme sprechen und zu eurer eigentlich Geschichte, wo ihr kennt und vielleicht ganz vorweg, ist das jetzt dann, das fiel mir gerade so, als du so erzählst, das Internationalisierung, ist das jetzt gerade die spannendste Phase, in der ihr euch befindet als Unternehmen, auch gerade mit dem Investment, der das jetzt reinkam? Ich habe selber ja auch 5 Jahre Startup-Erfahrungen, ich kann mich gar nicht erinnern, welche die spannendste war, weil alle sind irgendwo spannend. Oder könntest du es nochmal einteilen? Also ich glaube, das kann ich nicht sagen. Also von allen Phasen, die spannend waren, also meine Freunde sagen zu mir, sagst ja immer, also jetzt ist es ganz intensiv. Ne? Das sage ich aber schon seit über 4 Jahren, jetzt ist es ganz intensiv. Und ich glaube, also wenn man mal ein bisschen globaler und größer denkt, dann sind wir bei 3%, oder bei 5%, ich weiß es nicht, von dem, was wir uns vorgenommen haben und was der Plan dahinter ist. Es ist natürlich jetzt eine neue Herausforderung. Ne? Also ich sage immer, wir bereiten das Wachstum vor, die Wachstumsphase, in der wir jetzt uns mitten befinden, mit Strukturen, mit tollen Leuten. Also wir können auch vernünftige und passende Gehälter zahlen. Also wir sind insofern für die Kandidatinnen und Kandidaten da draußen extrem spannend. Ne? Also man kann gestalten auf der einen Seite, kann sich voll einbringen wie in keinem anderen Unternehmen und man kriegt normales Gehalt
Und wenn man sich ganz schlau anstellt, kriegt man vielleicht noch virtuelle Anteile. Das ist ja ein Zusammenspiel, was ist einzigartig ist. Ne? Also am Anfang zu starten, ist auch ein großes Risiko, auch für junge Talente, die nicht so richtig wissen, ob sie Geld kriegen oder ob sie vielleicht auch nach 6 Monaten wieder rausgehen müssen. Also das Grundgerüst ist ja da und jetzt bauen wir es dafür auf. Um deine Frage konkret zu beantworten, ja, es ist die spannendste Phase aller Zeiten. Aber das werde ich in 6 Monaten wieder sagen. Das wäre auch doof, wenn ich. Auf jeden Fall. Gerade ein Ökosystem, wir haben es eben kurz angesprochen, braucht verschiedene Bereiche, um ein Startup auch zu, wir sprechen davon eigentlich wie so ein Biotop. Es braucht einen Gärtner, es braucht jemanden, der vielleicht das Wasser irgendwo wechselt. Und wenn wir das übertragen in das Startup-Ökosystem, braucht es natürlich Talente, es braucht Zugang zum Markt, also Industrie, was wir eben angesprochen haben. Aber es braucht natürlich auch Kapital. Jetzt hast du oder ValueDesk, ihr habt das Kapital von einem Münchner Investor bekommen. Wie kam das zustande für die Leute, die es noch nicht so gehört haben, was wir die Founders Foundation noch so macht? Ich glaube, das ist ein wichtiger anderer Bestandteil von einem Ökosystem. Also vielleicht muss man erstmal korrigierend eingreifen. Es ist nicht zu 100% das Kapital von Unternehmertum Partners gekommen, aber zum allergrößten Teil natürlich. Da waren noch ein paar andere internationale Angels auch mit bei. Und am Ende ist es natürlich auch immer ein Matchmaking und eine Kontaktaufnahme und ein Dialog, den man hat. Also ich glaube, als Tipp für alle Gründerinnen und Gründer, also geht früh ins Netzwerk, geht früh in den Dialog, zeigt euch auf solche tollen Veranstaltungen wie die Hinterland of Things oder andere große Veranstaltungen, nehmt den Kontakt auf, aber auf der anderen Seite suchen ja auch die Investoren auch nach ihren Möglichkeiten. Und das ist dann schon mal, wenn man, ich weiß es aus eigener Kraft oder aus eigener Situation, es ist manchmal zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Also auch jetzt aktuell haben wir viel Kontaktaufnahmen von internationalen Investoren. Und man denkt ja eigentlich, wir sind ja gerade durch. Aber das stimmt nicht, wenn man einmal im Spiel drin ist, ist man immer im Spiel. Also das heißt im ständigen Dialog. Also die eine Wahrheit ist, bleibt früh im Netzwerk und bleibt dauerhaft im Dialog mit den Investoren und datet die auch regelmäßig ab. Die sind ja interessiert an eurem Modell möglicherweise. Ne? Und tatsächlich, wir sind ja immer bei der Wahrheit, also ich glaube, es gab eine Kontaktaufnahme von einem Mitarbeiter oder Kollegen von Unternehmertum Ventures von vor, ich weiß es nicht, 2,5 Jahren oder so ähnlich, der hat uns angeschrieben und da hatten wir auch einen Dialog und einen Austausch, aber da hatten wir noch keinen Bedarf. Und dann gab es nochmal einen neuen Auftaktpunkt von meinem Mitgründer, Dennis Cutraro, und ich glaube, deinem Mitarbeiter, die sich dann auf der Hinterhand getroffen haben. Ja, und dann ging es ja weiter im Dialog. Wonach habt ihr geschaut im Investor? Also jetzt im Nachhinein kann man sagen, es war der ideale Fit, aber es ist ja natürlich auch ein Weg dahin, bis man dann wirklich Notar ist und sagt, alles klar, wir haben den Deal. Was war für dich wichtig auf dem Weg dahin? Also zu dem Zeitpunkt haben wir nicht aktiv gesucht, das muss ich auch dazu sagen. Und das Beste im Leben ist ja immer, man braucht es nicht dringend. Ne? Also das ist ja, was das Ingo auch vorhin meinte. Also die komfortabelste Situation ist immer dann, ja, okay, können wir mal sprechen. Ne? Auch als Gründer, das ist auch die beste Situation im Vertrieb, wenn man nicht zwingend verkaufen muss. Und wir wollen ja auch nicht verkaufen, soll jetzt nicht arrogant klingen, aber wir wollen gekauft werden. Das muss passen immer. Ne? Und so ist es halt genauso. Und also es hat sich relativ schnell gut angefühlt. Das habe ich von Anfang an gesagt, ehrlich. Es gab auch einen gewissen Wettbewerb auch von Investoren. Das darf ich und auch neben, so sagen. Neben dem Geld, was man dann bekommt, was sind so die wichtigsten? Echter Wettbewerb oder Gefühle? Das war ein echter Wettbewerb. Das war ein echter Wettbewerb. Und neben dem Geld, was bringt euch jetzt im speziellen Fall, also ein Investor, den ihr reingeholt habt? Weil das ist ja auch eine entscheidende Frage. Möchte ich irgendwie absolut jemand mit reinholen? Also was dahinter steckt, wir haben natürlich auch wir haben auch Background-Checks gemacht. Ne? Wir wurden ja, ich glaube, auch extrem viel Background-Checks gemacht. Aber andersrum muss man auch mit anderen Gründern sprechen. Die haben doch mal bei euch investiert. Ja. Wie fühlt sich das denn an? Was machen die denn so wirklich? Und ich muss wirklich sagen, die meisten Investoren, was ich so höre, die versprechen viel mit Netzwerk und Know-how und ich weiß nicht was. Alles immer die gleiche Leier. Am Ende ist es dann doch nur Geld. Und ich muss wirklich sagen, es ist hierbei anders. Es ist ernst gemeint, also Ingo Potthoff betreut uns auch persönlich sozusagen. Er kennt absolut das Business, er kennt die Industrie, er kennt internationale Ökosysteme, wo wir vorhin bei dem Thema waren. Er bringt uns rein, er macht die Türen auf, er ist der richtige Sparringspartner genau für die Situation. Weil ich glaube, neben dem Geld ganz viel Industrieverständnis mitkommt.
Und mein Gott, wir sind zwar ein Technologieunternehmen, aber für die Industrie. Und wer die Industrie nicht kennt und seine Bedürfnisse, der wird uns wahrscheinlich auch nicht verstehen. Also, und das ist, insofern war es wirklich ein sehr, sehr guter Match. Also, weil die Investoren, das kannst du vielleicht besser sagen, von euch, sind ja auch wiederum Industriekunden. Ne? Klar, ja. Also insofern, aus unserer Sicht, und das habe ich nicht eine Sekunde bereut, ich bin sehr, sehr glücklich über unsere Investoren, weil sie wirklich den Mehrwert mitbringen. Auch alleine heute hier, der Beweis sitzt gerade hier, er fliegt von München aus hier hin, investiert die Zeit für uns auch und das wertschätze ich sehr. Ne? Und das ist dann mehr als nur reden, einfach mal machen. Ingo, korrigiere mich. Ich habe bei euch auf der Homepage gesehen, habe ich 3 Unicorns gezählt im Portfolio. Ist das so oder muss die Homepage upgedatet werden? Ich weiß es nicht. Also ich habe mir aufgeschrieben, einen Konox habt ihr, ESA Aerospace und Flixbus. Ich kommentiere nicht Bewertungen, aber wir sind alles drei sehr erfolgreiche Firmen. Wir haben in der Vergangenheit noch, oder vor UVC, auch tatsächlich Unicorn-Investments. In der ganz frühen Phase, worauf schaut ihr dann im Investmentbereich? Also klar, ihr habt euren Scope, in dem ihr rein investiert, aber was ist für euch wichtig? Das ist das Team, das ist die Vision und die Marktgröße. Hängt natürlich auch zusammen, ja, aber man muss ein gutes Gespür beim Team haben, kann man noch was zu sagen. Aber ganz wichtig ist die Vision, denn die ersten Produkte oder Produktideen, die Startups haben, sind oft noch sehr nischig und vielleicht noch nicht zu Ende gedacht, entwickelt sowieso nicht. Aber ich frage den Gründer immer, okay, wo willst du in 3 Jahren sein, in 5 Jahren sein? Der schlechte Gründer hat keine Antwort. Oder er sagt, ja, ich mache das, was ich jetzt mache, ich mache das global. Ja, das ist für mich keine Antwort, weil man muss sich weiterentwickeln, man muss breiter werden. Der Markt ist enorm wichtig, Marktgröße. Das ist auch ein bisschen Fluch und Segen, dass viel Kapital im Markt ist. Also vor 10 Jahren war wenig Kapital im Markt. By the way, da haben viele Gründer sich beschwert, ihr traut euch ja nicht zu investieren. Ich gehe in die USA, Silicon Valley, die sind ja viel besser. Aber ich denke, ja Leute, die investieren aus 1-2 Milliarden Fonds. Ich brauche 2 Jahre, um in Deutschland mal 20 oder 50 Millionen zusammenbringen. Also wie soll ich dir blind einen 5-Millionen-Scheck schreiben? Ja, so. Mittlerweile, und das ist das Paradies für die Gründer in Deutschland, in Europa, es gibt Kapital. Ja, so, das heißt aber für uns Investoren auch, wir können nicht überleben mit Exits, Bewertungen von 20 Millionen oder 40 Millionen. Nein, wir brauchen diese Unicorn oder Unicorn-ähnlichen Bewertungen, um am Ende des Tages, ja, es müssen eine Nahrungskette, hinter mir als Investor stehen auch wieder Investoren und die wollen auch ein bisschen was sehen. So, deshalb ist die Marktgröße extrem wichtig und hat der Gründer die Vision und kann er die entwickeln, diese Marktgröße auch zu adressieren, auch wenn er jetzt noch eine Nische abdeckt. Und dann ist es der Gründer selbst. Ich meine, heutzutage, der Wettbewerb ist um die besten Gründer ist intensiv. Das heißt, man hat nur noch ein paar Wochen Zeit zu entscheiden. Eigentlich schade, weil man die Teams gar nicht mehr so gut kennenlernen kann. Mhm. Muss innerhalb von wenigen Touchpoints muss man sich ein Bild machen. Ich habe früher immer gerne, wenn mehr Zeit war, viele Touchpoints gesucht, um dann zu sehen, wie adaptiert der Gründer über diese Touchpoints, wenn man ihm einen Tipp gegeben hat, der vielleicht auch objektiv richtig war, okay, greift er das auf oder greift er das richtig auf? Also ist er offen für Ratschläge? Weil das Wichtigste beim Gründer ist für mich, dass er die richtige Mischung hat aus einerseits eine Strategie zu exekutieren, also persistent zu sein, okay, das ist mein Weg, aber links und rechts zu schauen und da, wo notwendig, flexibel zu reagieren, weil das wird bei fast jedem Startup so sein, dass man hier und da den Weg adjustieren muss. Und der so blind geht, der geht einfach in den Tunnel rein. Ja. So, und das ist halt beim Team wichtig und das war auch beim Value Desk Team so, dass wir das Produkt, weil ich früher auch in dem Segment schon investiert war, kannte ich den Markt und kannte die Produktvision oder habe die Vision, sagen wir mal so, die Vision, glaube ich, mindestens so gut drauf wie er gehabt.
Aber bitte? Ein Hoodie hast du schon. Ja, ja, habe ich schon. Ja. Ja, aber ich wollte heute neutral auf. Ich will ja noch mehr Value Desks kennenlernen. Ja. Genau, wo waren wir gerade beim, genau bei der Vision, aber beim Team. Das Team hat auch überzeugt über genau Fachkenntnis, ja, jetzt insbesondere durch Thorsten und seinen Background, aber dann auch die Lernwille, der Lernwille und die Lernfähigkeit, ja, und das Vertrauen. Ja. Wir hatten einen Prozess, der war relativ zügig in unsere Entscheidung. Dann haben die Jungs noch verhandelt relativ lang und ja, wie es halt so ist. Sie brauchten halt das Geld nicht sofort. aber von daher war das ein sehr guter Prozess, wo man sich kennengelernt hat bis zu unserer Investitionsentscheidung. Und man hat dann auch noch schön 4 bis 6 Wochen hin und her verhandelt. Und dann hat sich das eingerüttelt gehabt. Und jetzt sind wir ja hier unter uns. Thorsten hat ja gesagt, wo die Reise hingeht mit Value Desk, seine Vision. Was möchte der Investor denn sehen? Oder was ist so, wo siehst du, was kommt als nächstes? Und wo unterstützt du dann in welchen Bereichen? Weil man sagt ja immer, du hast es eben auch gesprochen, ja, der Investor unterstützt dann mit Zugang, mit Märkten, mit Netzwerk, das ist ja alles, klingt gut. Aber wenn man mal wirklich jetzt hier unter Freunden sagt, so, da geht die Reise hin, in 2 Jahren sind wir dann ein Celonis, ein Relayer, oder ist es eher, dass du sagst, du möchtest ein starkes Team sehen, wo auch andere nachkommen oder wo auch das Team wächst und wo du sagst, das ist ein gutes Portfoliounternehmen, solide eher aufgebaut, anstatt auf Nein, Venture Krawall. Capital ist ja so ein bisschen Dancing with the Devil. Das muss man sich klar sein, als Gründer. Insbesondere, wenn man viel Kapital aufnimmt. Und das ist ja zur Zeit, das ist der Value Desk noch ganz am Anfang, aber wir sehen ja täglich Riesenfinanzierungsrunden, was ja gut ist, aber das heißt, es kann nur eine Richtung geben, weil sonst sehen auch die Gründer kein Geld mehr, weil so viel Kapital im Unternehmen drin ist. So, von daher ist man, wenn man als Investor und als Gründer den Weg gehen will, und dafür haben wir uns entschieden. Wir haben das auch klar besprochen in dem Prozess. Was ist unsere Vision? Ja, und was ist die Vision vom Team? Jawohl, wir waren uns da einig, dass wir eine klare Wachstumsstory aufbauen wollen. Allerdings und Schritt für Schritt. Ja, und jetzt nicht, wir machen keine Fernsehwerbung, ja, und irgend so ein dummes Zeug. So, das heißt, das Ziel ist vordefiniert, die Schritte müssen aber wohl überlegt sein. Ich glaube, dass wir sehr gut in den ersten Wochen, Monaten Produkt-Go-to-Market geschärft haben, intensiv diskutiert haben. Wir haben in der Kundenansprache, ich glaube, wir haben auch über unser Netzwerk den einen oder anderen mit reingebracht, sodass wir da kurzfristig Kunden gewinnen können, hoffe ich mal. Das Team hat viel zu viele Leads, sage ich mal. Ja, die Sales-Organisation wird jetzt erst so aufgebaut. Ich glaube, da können wir schon unterstützen. Das Make or Break ist für alle Startups zurzeit das Recruiting. Das sehen wir überall. Das sehen wir in München, das sehen wir in Berlin. Interessant, ihr seht das in München auch, weil wir dachten, dass wir das ja. Dass es wirklich ein Unfair Advantage, kein Advantage, sondern Unfair Disadvantage, weil erstmal müssen wir die Region pitchen, so ja, kommen nach Bielefeld, ne? Kennst du ja auch, Bielefeld also, gibt es nicht. Man, es hat Vor- und Nachteile, jetzt München oder Berlin, ich glaube, wenn man es mal so nennt, es gibt in Berlin oder München viel mehr potenzielles Personal, es gibt auch viel mehr Konkurrenz. Ja. Ja, jetzt, als Startup-Sicht oder gemein als Unternehmen-Sicht? Der potenzielle Mitarbeiter hat eine brutale Auswahl an Startups, die so viel Geld haben und nicht 10 Mitarbeiter recruiten wollen in einem Jahr, sondern eines will 100 recruiten oder mehr. So, und dann gibt es davon ganz viele und dann gibt es die Corporates und die Googles und Apples, die das dreifache Gehalt zahlen. So, das heißt, eine Region wie Bielefeld hat da schon Vorteile für ein Team, das sich gut positionieren kann. Allerdings ist es so, man recruitet ja mittlerweile global. Geht jetzt ein mittelamerikanisches Talent nach Bielefeld? Nein. Also eher nicht, geht nach Berlin. So, und da sieht man schon, dass das Recruiting sehr stark jetzt auch dahin geht, okay, ich recruite nicht mehr nur in Berlin, ich ziehe die Leute aus anderen Regionen
hin. Das war ein Trend vor Corona. Corona hat es schwerer gemacht und ich glaube, das wird noch viel stärker kommen. Ich habe damit vor Jahren auch bei Diskussionen mit der lokalen Politik, oder dann ging es auch um München versus Berlin, und ich habe da immer gesagt, hier, wir haben ein Problem, wir haben keine Zuwanderung für Startups. Wir haben gerade München, die Talente da fehlen. Und ich glaube, das ist eine ganz große Challenge und das wird noch viel mehr kommen in Deutschland, dass die Startups sich die Leute suchen. So, da muss es dann, dann ist es dann eine größere Aufgabe für den Thorsten zu sagen, wir sind zwar eine super Company, aber du kommst halt, sorry, nicht nach Berlin, sondern musst halt nach Bielefeld. Genau. Wie schafft man das, Thorsten? Das ist eine sehr gute Frage. Wir haben jetzt den Fuß in der Hauptstadt und es ist mehr schon ein Unterschenkel als ein Fuß. Wir haben ein ganz, ganz tolles Talent rekruten können, den ehemaligen Gründer und den CTO von Acclamio aus Berlin. Der hat 10 Jahre ein ganz, ganz tolles Business gemacht und hat eine neue Heimat gesucht. Ich bin sehr stolz darauf, dass er sich für Vegas entschieden hat. Und natürlich lebt er weiter in Berlin. Er hatte die totale Auswahl in Berlin. Er hätte überall hingehen können. Und ich glaube, wir haben ihm einfach eine sehr spannende Aufgabe auch gezeigt und geschildert. Es geht ihm darum, was aufzubauen und vielleicht auch was Industrienahes mal aufzubauen. Und ich glaube, wir haben auch relativ starke Werte als Unternehmen, auch als junges Unternehmen. Und für uns ist Holger Grosser, heißt er. Schöne Grüße an der Stelle, Holger. Und für uns ist er natürlich auch schon mal der Unterschenkel in Berlin. Und er wird sicherlich auch sein Netzwerk suchen. Und ich bin sehr davon überzeugt, dass auch die nächsten Talente, auch die nächsten Tech-Talente in Berlin einfach bleiben. Also es gibt ja viele Diskussionen auch mit Seriengründern, die sagen, okay, ich gründe in Deutschland, aber mein Umkreis fürs Recruiting sind zwei Zeitzonenstunden sozusagen um meinen Standort herum. Ja, kann man machen. Also das heißt ja nicht, weil wir noch in Bielefeld sitzen, wir hier unsere Rechnungsanschrift haben und hier ab dem 1.10. auch die schönsten Büros aller Zeiten. Das heißt ja nicht, dass man hier unbedingt hinkommen muss. Aber dieses House of Value werden wir das nennen, also dieser Ort der Zusammenkunft, den werden wir nicht nur in Bielefeld schaffen, den werden wir sicherlich auch in anderen Städten nach und nach mal ausrollen. Wenn die Entwickler und andere Talente nicht zu uns kommen, müssen wir vielleicht auch zu ihnen gehen oder eben sowieso hybrid und vernetzt arbeiten. Ist das etwas, was du eben gesagt hast, dass die Region ja auch darauf abfärbt, wie der Gründer sich wahrnimmt oder die Kultur des Unternehmens gleichzeitig von der Region und als Flächenregion, du hast es eben ganz schön beschrieben, wir bleiben unseren Werten irgendwo treu und werden das machen. Und in Bielefeld ist es ja, ich glaube, Arminia Bielefeld, Herz, Hirn, Härte, ne? Ist ja so der Slogan. Färbt das ab, mir sein mir von München? Stur, kämpferisch, geht noch weiter. Aber München ist mir sein mir, also ist das etwas, wo man sagt, die Gründer, die das verfolgen und sich treu bleiben, die werden auch Talente bekommen und diese Talente, die bleiben dann eher, weil ich habe mich so ein bisschen, als du es eben gesagt hast, so an Silicon Valley erinnert, wo wir damals keine Talente bekommen haben oder immer die Angst haben, ja, der geht ja morgen, weil 2 Wochen, 2 Weeks Notice und dann geht er zu Slack oder er geht auf einmal zu Snapchat, weil die haben 100 neue Stellen aufgemacht und die hatten eine Masseur und einen Schuhputzer und hast nicht gesehen. Also, sind dann die Talente, die man dann bekommt, vielleicht die besseren sogar, die dann bei einem bleiben? Also ich glaube, es ganz wichtig ist heutzutage wirklich, dass du auch als Startup eine klare Unternehmenskultur hast. Ja? Ich meine, Großunternehmen, ja, die erzählen das und haben auch die Unternehmenskultur. Und bei Startups kann es nicht nur so sein, jawohl, bei uns geht alles schnell und wir sind dynamisch und es ist chaotisch und es wird ein bisschen gekickert und so. Das reicht nicht mehr, weil dazu auch die Konkurrenz zu groß ist. Das heißt, es muss mehr Zusammenhalt geben. Da hilft vielleicht die Region, aber nur in der Anfangsphase. Also perspektivisch, wir haben eine Beteiligung mit 30, 40 Mitarbeitern, die Sprache ist schon lange Englisch, mit 20 Nationen, den kannst du nicht jetzt immer mit Bielefeld dann kommen. Ja, und wenn die Reise weitergeht, dann sind wir bald, 200, 300 Mitarbeiter. Und da brauchst du Werte, die das zusammenhalten, aber an unterschiedlichen Standorten wahrscheinlich und viele Kulturen. So, und das, wir sehen es auch, dass man die Startups haben, nach der ersten richtigen Finanzierungsrunde hast du einen VP People,
Ja, und dann kommt dann noch der VP Culture teilweise. Ja. Du hast viel mehr Recruiting-Personal in-house. Das ist einfach mit die wichtigste Funktion im Unternehmen, da die Leute zu bekommen und auch die Kultur aufrechtzuerhalten. Stichwort Kultur, du hast es eben gerade schon angesprochen. Ihr zieht in eins der ältesten, prestigeträchtigsten Gebäude Bielefelds ein, was lange gerade umgezogen ist. Was war das für euch dann ausschlaggebend zu sagen, wir gehen auch nach Corona oder mit der Erfahrung der letzten anderthalb Jahre auf einen Standort hier und gehen nicht fully remote, wo man ja auch sagen könnte, Team sitzt auf oder in Bali oder auf, keine Ahnung, Korsika. Also wir haben erstmal die Kolleginnen und Kollegen gefragt, was wollt ihr eigentlich? Und egal, wo sie sitzen, wir werden auch immer nationaler, also international sind wir nicht. Das waren wir schon mal, aber das werden wir auch wieder. Aber wir haben die Kolleginnen und Kollegen gefragt, was wollt ihr? Und also ich kann mich an kein Gespräch erinnern, die gesagt haben, nee, ich will 100% remote arbeiten. Im Gegenteil. Also ich glaube auch, dass Corona dazu beigetragen hat, dass man sich gegenseitig vermisst hat. Und darum sage ich, es wird kein Büro. Also ich glaube, ich nenne es das Haus der wertvollen Begegnungen. Das passt dann auch zu unserem Claim. Das ist das, was wir auch wollen. Wir wollen wertvolle Begegnungen schaffen. Der Mitarbeiter und Mitarbeiter untereinander, aber auch mit Gästen, mit Kunden. Es kommen unglaublich viele Kunden zu uns, auch Geschäftsführer, Vorstände, Inhaber. Die wollen raus aus ihrem Büro und wollen auch mal schnuppern, was machen wir denn so? Wie sehen wir denn aus? Und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die wollen sich natürlich auch wieder begegnen. Die wollen auch mal nicht nur einen Workshop machen. Also das konzentrierte Arbeiten kannst du ja quasi besser zu Hause machen. Aber du willst doch mal sozial interagieren, sonst hast du wirklich nur noch die Arbeit. Und dann glaube ich, am Ende auch des Tages ist für einen Arbeitgeber viel, viel austauschbarer, als wenn du nicht mehr stiftest. Und das wird sicher, da gebe ich Ingo vollkommen recht, das wird nicht nur eine Frage vom Kickertisch sein, sondern ja, den haben wir ehrlich gesagt noch nicht, aber wir haben eine Tischtennisplatte, die viel cooler ist. Aber das werden wir stärken auf jeden Fall. Ne? Also da werden mehr Polstermöbel drin sein als Schreibtische. Also wird ein anderes Konzept sein. Ich glaube total daran, dass die Leute das wollen. Also eigentlich wollen sie raus vom Bildschirmarbeitsplatz mit ihren ganzen Monitoren zu Hause und wollen jetzt mal über ein paar Themen sprechen. Oder wenn wir ein Marketingkonzept entwerfen, dann kann man das natürlich digital machen. Aber entsteht noch eine andere Dynamik, wenn man tatsächlich mal so einen Tag miteinander verbringt. Also Haus wertvoller Begegnungen und der Ort dafür, den werden wir auch genauso konzipieren. Da wird es auch so wie hier, wird es so ein Broadcasting-Studio geben, wo wir viel Content auch erzeugen für die Kundinnen und Kunden, für die User weltweit. Also insofern wird es ein anderes Konzept geben. Und insofern passt es für uns super. Das Haus wurde mal komplett abgerissen, nur die Fassade stehen geblieben. Das ist so die Fassade in Ostwestfalen. Und dahinter wurde alles neu gemacht. Und das Krüvelhaus oder Bankhaus Lampe. Ja. Und ich finde, das entspricht auch so unserer Mentalität. Also da stehen Werte, da steht was Besonderes im Vordergrund, aber es kombiniert mit was Neuem. Da kommt das Alte und Neue super zusammen und das sagt schon fast aus, was wir auch sind. Das klingt ja, für wenn wir, glaube ich, den Thorsten von vor 5 Jahren jetzt gesprochen hätten, klingt das ja alles sehr Startup-like, sehr modern, sehr offen, trotzdem in traditionellen Worten. Du sagst oft Werte, da bist du dir wahrscheinlich gleich geblieben. Da wird der Thorsten von vor 5 Jahren sich 1:1 treu sein. Wonach suchst du dann einen Mitarbeiter? Also sind es dann Hardfacts, wie er muss coden, er muss eine Startup-Laufbahn haben? Wer ist der klassische Value-Desk-Kandidat, wo du sagst, der soll zu mir kommen, der soll das House of Value mit Leben füllen? Also wir brauchen natürlich Profis mittlerweile, die ihr Geschäft verstehen, aber vor allen Dingen brauchen wir Menschen, die lernbereit sind. Ne? Also die Fähigkeiten, die Skills mitbringen, wovon man so immer so schön sagt. Ich glaube, das Erlernen, was wir tun, das geht relativ schnell, wenn du die Fähigkeiten dazu hast. Und wir haben ja schon ein sehr junges Team, ne? Das ist ja auch fast normal in unserer Situation. Und es ist für mich total spannend zu sehen, welche Lernkurve unsere Leute wahrgenommen haben. Unser Head of Customer Success and Performance Management, also derjenige, der die Kunden noch glücklicher macht über die Technik hinaus. Ich darf das mal so sagen, der ist studierter Sportwissenschaftler und der ist heute der Savings-Profi der Industrie. Der bringt den Großen bei, wie kannst du eigentlich wirklich besser deine Optimierung durchführen. Das ist Hammer, Hammer. Und ich glaube, das Skillset ist das Entscheidende. Die Motivation, was aufbauen zu wollen. Also wenn man so im ersten Gespräch anfängt mit einer Dienstwagenregelung, wie sieht denn die bei euch aus, dann ist er bei mir ganz ehrlich durchgefallen.
Das ist überhaupt nicht das Thema. So, die beste Frage für mich ist, sag mal, wie kann ich euch mich weiterentwickeln? Also welche Chancen habe ich eigentlich, wenn ich morgen so einsteige als BDA, die wir auch händering suchen, wie schnell kann ich bei euch, wenn ich richtig geil bin, wie schnell kann ich eigentlich Account Executive werden? Das sind die richtigen Leute. Und dann frage ich sie immer nach bestimmten, wo bist du in deinen Fähigkeiten, wo bist du eine 10 von 10? Und die meisten Menschen sagen mir, das ist schwer. Also ich bin echt überall eine gute 7, 8. Ne? Aber wo bist du jetzt mal eine 10 von 10? Wo hast du auch mal den Mut zu sagen, ich bin wirklich richtig krass? Und das haben immer weniger Leute. Und wir suchen die, die eine 10 von 10 sind, in dem, wo sie Bock drauf haben. Und mit denen können wir groß werden. Das ist das, was wir bieten. Man kriegt ja fast Gänsehaut, wenn du sprichst. Also, ja, ich also glaube, wer sich jetzt nicht bewirbt, der... Simon, die Türen sind offen. Ne? Ja, ich glaube, Sebastian Borek wird da ein bisschen sauer, wenn wir das live vor Kamera aber, hier ausdiskutieren. Aber das bleibt alles in der Familie. Also er wird sich eigentlich drüber freuen. Ja, genau. Wir haben ja noch so eine kleine Konferenz, die wir auch noch haben. Also, aber dann nächstes Mal. Okay. Wann kommt der Investor dann ins Spiel? Bei frühen Leuten, die reinkommen, schaut ihr darauf, dass die Leute richtig ausgebildet, weitergebildet werden in einem Startup? Oder sagt ihr, wir gucken uns nur die Top-Management-Positionen an in einem Interviewprozess? Oder wie wichtig ist euch auch die Weiterbildung von den Mitarbeitern? Weil in den Ökosystemen, wenn wir mal jetzt wieder die Schlaufe drehen und Flächenregionen, profitieren ja enorm davon, auch gerade wenn man sich Berlin anschaut, dass dort erfolgreiche Gründer, vielleicht 1000 Mitarbeiter, Unternehmen wie Zalando, da entstehen ja auch automatisch schon wieder neue Ideen, Startups und auch Mini-Ökosysteme. Das heißt, ich glaube, aus dem Valley hieß es, ein erfolgreicher Gründer mit einem Milliarden-Exit zieht ungefähr 100 bis 200 Millionäre hinterher, die dann investieren und neue Unternehmen gründen. Braucht es das, um eine Region auch zu... Ja, absolut. Das ist genau das Ökosystem, das erfolgreiche Firmen, und das hat Berlin halt gut gemacht, oder sehr gut gemacht in dem E-Commerce-Zeitalter, ja, kann man sagen, was man will. Da ist ein Ökosystem raus entstanden. Und genau diese, gar nicht mal Gründer, Mitarbeiter in den erfolgreichen Startups, waren dann die Gründer der nächsten Generation. Und nur so kann es funktionieren. Ja, oder das ist zumindest, wenn man jetzt in die Breite ein Gründer-Ökosystem schaffen will. Ja. Und für uns als Investor, was können wir tun? Wir versuchen beim Recruiting natürlich zu helfen. Durch Kanäle, das gelingt uns in München sehr oft durch das Netzwerk, das wir haben, auch Verbindung jetzt zum Innovationszentrum und zur Universität. Und wir sind involviert natürlich, wir stimmen uns ab bezüglich Stellenprofilen oder was brauchen wir, in welcher Priorität bauen wir die Organisation auf. Und jetzt, wenn man so mal in der Startup-Journey als Investor ist, man in der frühen Phase ja auch bei weniger wichtigen Positionen involviert, aber eigentlich sogar falsch, in der Phase sind die wichtig, sage ich mal, aber jetzt 3 oder 5 Jahre später schaltet man sich dann vielleicht nur noch beim Recruiting auf dem C-Level ein, ja, um einfach da nochmal einen anderen Blickpunkt mit reinzubringen. Wo siehst du dich denn in der Rolle gerade? Also hoffentlich irgendwann mal dieser große Exit, sonst wäre ja auch kein Risikowagnis oder Wagniskapitalgeber mit an Bord, die da klar drauf getrimmt ja auch sind, hast du eben auch angesprochen, ihr wollt nicht die 20 Millionen Exit, sondern nur die großen. Aber jetzt in der Phase, auch gerade wenn du sagst, da fängt ein neuer Kollege, Kollegin bei dir an, den du vielleicht, wo du auch irgendwann mal sagst, du bist ja ein Ambassador, ein Botschafter für uns des Gründerwerdens. Du sagst immer, es gibt keinen falschen Zeitpunkt, man ist nicht zu alt, man ist nicht zu jung, es gibt niemals den passenderen Zeitpunkt als jetzt. Aber was würdest du sagen, einem Mitarbeiter zu dir, der jetzt einfach bei dir einen sicheren Job hat, den du auch weiterbilden willst, was gibst du mit rein, um dieses Ökosystem zu befruchten, damit diese Mitarbeiter, jetzt wenn wir mal hier am Standort bleiben, jetzt nicht international, um dem zu sagen, hey komm, hier, geh da bei uns hin und dann vielleicht... Also ich glaube tatsächlich auch eine ganz spannende Lernphase zu haben. Also ich weiß es nicht, ob heute noch üblich ist, dass man bis zur Rente dann auch in so einem jungen Technologieunternehmen bleibt, aber who knows. Ne? Also in Miele war auch mal ein Startup vor 125 Jahren oder ich weiß es nicht genau. Hätten sich die Urväter auch nie gedacht, dass sie mal 4 Milliarden Euro Umsatz machen und 20.000 Mitarbeiter sind. Also es kann alles passieren, sehr, sehr gerne sogar. Ich glaube auch, dass wir hatten erst zwei ganz, ganz tolle Entwickler, die bei uns arbeiten. Schöne Grüße an der Stelle.
an Oliver und Patrick. Die hatten letztens ihr Dreijähriges. Das ist der Wahnsinn, ne? Also das fühlt sich ja schon so Dreijähriges schon so richtig gezettelt an, ne? Die haben enormen Wert gebracht. Ich glaube auch, dass die Lernkurve dabei groß ist. Und jetzt auch über in der Technologie, dass man anderes Text probiert, dass jetzt vielleicht so einer wie aus der aus Berlin dazukommt, der wieder neue Inputs gibt daraus. Also schnell sich weiterzuentwickeln. Und für alle, die sich mit dem Gründen beschäftigen, und ich bin ja nun dafür wirklich jetzt als Gründeropa, das ist jetzt amtlich, als Gründeropa auch sagen, ich glaube, das kann durchaus eine valide Überlegung sein. Ja. Geht doch mal danach, jetzt macht mal die Founders Foundation vernünftig durch, da lernt das alles, da lasst euch inspirieren. Und dann geht doch mal 2, 3 Jahre in so ein Technologieunternehmen wie Validesk, oder es gibt auch tolle andere Unternehmen wie Semalytics, die ich sehr wertschätze hier in Ostwestfalen. Geht da mal rein und lernt auch, das ist viel effizienter. Also bevor man selber das Geld verbrennt, dann würde ich mir erstmal rangucken, wie geht denn das überhaupt? Das lernst du auch. Du bist mittendrin dabei. Also das ist, eigentlich müssten wir dafür Geld nehmen. Das ist quasi die Founders Foundation Extended sozusagen. Und ich sage das ganz ehrlich, das gilt auch für Werkstudenten oder für Praktikanten. Das ist der totale Wahnsinn, was man da mitbekommt. Und ich glaube, danach dann mit 27, 28, 29, 32 zu gründen, ist immer noch ein geiles Alter, um das mal zu probieren. Also das ist meine Empfehlung, ob das bei uns ist oder auch gerne bei Kollegen. Kann ich empfehlen. Noch ein toller Gänsehaut. Also. Aber vielleicht noch eine Ergänzung, weil du sagst, mit dem Wachstum und Exit. Natürlich sind wir als Investoren letztlich auf den Erfolg angewiesen. Aber wichtiger ist uns, dass wir nachhaltig etwas aufbauen und Schritt für Schritt. Und wir würden auch, oder zumindest wir jetzt als UVC, würden jetzt nicht eine Organisation überfordern wollen, kurzfristig mit extremem Wachstum und ahnend, dass wir damit scheitern. Ja, sondern es geht darum, langfristig etwas aufzubauen. Und du hast Exit angesprochen, ja, aber das muss nicht in 3, 5, 7 Jahren sein, das kann in 15 Jahren sein. Ich meine, die Vorlaufzeiten sind zwar begrenzt, aber Fußnote, auch wenn das meine Investoren vielleicht nicht so gerne hören wollen, die wissen es aber, wenn gute Firmen im Portfolio sind, dann werden diese komischen Fonds, die ja geschlossen sind und begrenzt sind, werden die auch verlängert, Jahr über Jahr, weil dann noch super Firmen im Portfolio sind. Ja, also von daher, es geht schon um das Langfristige und auch vielleicht ein anderer Aspekt. Ich habe in meiner früheren Firma auch einige Firmen oder von Investitionen, die an die Börse gegangen sind, Nasdaq USA oder die Milliardenbewertung haben. Aber so meine 1, 2 Lieblingsfirmen, wenn ich so mal zurückdenke, das waren gar nicht die, sondern das waren die, die ich wirklich mit Blut und Schweiß von null auf 30, 50 Millionen Umsatz begleitet habe. Der Exit war nachher nicht so gut, aus irgendwelchen Gründen, aber ja, was persönlich für mich enorm wertvoll war, finanziell nicht attraktiv. Ja, also von daher, man darf jetzt nicht nur sagen, okay, es muss das Unicorn sein und es muss der schnelle. Nein, klar, es war ein bisschen überspitzt, ja. Von mir ausgedrückt. Also ich weiß es ja auch, weiß ich ja schon, was dein Buyout, wie viele Jahre das wahrscheinlich beträgt. Aber Value Desk natürlich, für den gilt es nicht. Ja, okay. Absolut. Ich finde, das ist auch wichtig. Wenn ich jetzt Investor sein würde, würde ich auch immer sagen, dass der Gründer darauf getrimmt ist, sofort den Exit nachzuverfolgen. Den Gründer würde ich auch selber nicht rein investieren und dem direkt ein langes Buyout reinknallen. Also, dass der direkt mal danach schon noch 8 Jahre drin bleibt. Heißt ja auch nicht, dass der Exit direkt das Unternehmen vorbei ist. Bleibt ja dann erhalten. Bevor wir zu den Fragen aus dem Publikum gehen, die ich gleich gerne vorlese, würde ich nochmal so den Punkt Mindset. Ihr habt viel über das, also ihr habt, glaube ich, so ein Mindset-Verständnis. Aber viele haben unter dem Begriff Mindset, das ist ja auch ein bisschen verwässert jetzt über die Zeit. Man braucht ein Mindset, um remote zu arbeiten. Man braucht ein Mindset, um ins Risiko zu gehen. Man braucht ein Mindset, Neues einzumachen. Was sagt ihr beiden, ist so das richtige Mindset, um miteinander überhaupt in Kontakt zu treten und in die gleiche Richtung zu laufen? Weil alle Punkte, alle wollen Erfolg haben, alle wollen Talent haben, wollen ja, Geld verdienen, Kunden treffen. Was ist das Wichtigste? Was sagst du, was ist für dich das Mindset vom Mindset her? Dass man Erfolg haben will, das ist das Ziel. Und für mich kommt es so auf den Weg dahin, das Wie. Jetzt will ich hier nicht groß pathetisch werden, aber das sind die kostbarsten Jahre meines Lebens. Und die will ich nicht nur damit verwenden, um irgendwie Multimilliardär zu werden. Das wäre ein schöner Nebeneffekt, aber ich brauche das gar nicht. Also ich mache das aus Überzeugung, weil ich glaube daran, dass wir wirklich der Industrie helfen. Und dass die eigene Kraft der Mannschaft dazu führt, besser zu werden. Das gilt für die Industrie, für unsere Kunden und für uns selber.
Wenn man so tickt, dann kommt Erfolg von ganz alleine. Also für mich ist es, für das Mindset zu finden, ist die Art und Weise, wie man miteinander untergeht, wie man die Gespräche geführt hat, wie schnell die Reaktionen sind, wie verbindlich war das, habe ich das Gefühl, ich werde über den Tisch gezogen. Und das Wie ist für mich das alles Entscheidende. Gleiche Frage. Also jetzt in der Beziehung, Zusammenarbeit mit dem Gründer, ist für mich das Vertrauen das Wichtigste. Ich habe ja die formalen Kriterien vorhin auch so genannt, ja, Vision, Marktgröße und so weiter. Aber für mich muss die Chemie stimmen, das Vertrauen muss da sein. Ich muss das Gefühl haben, mit der Person möchte und kann ich sehr gut Zeit verbringen, sonst mache ich die Investition nicht. Und dazu bin ich auch zu alt, ich meine Gründeropa, ich bin VC-Opa. Sorry, was du komische Runde hast hier zusammengestellt. Aber ich mache auch keine Investitionen mehr, wo ich nicht glaube, dass die mir Spaß machen, die mir inhaltlich gefallen und wie mir das Team gefällt. Mache ich nicht mehr. So, und das ist so, ja, Vertrauen, Chemie, und deshalb sage ich, ja, ich brauche die Touchpoints, dass ich ein Gespür dafür bekomme. Ich habe schon auch Teams abgesagt. Klar, Team ist wichtig, man sagt sehr oft wegen des Teams ab, aber wo ich auch dachte, eigentlich ist der gut, aber irgendwas wird man passt als, da nicht. Wird man als VC immer noch so überladen mit Pitch-Decks, die einen, was ist deine durchschnittliche Wochenzusendung von Pitch-Decks? Du meinst jetzt so, ja, also was, wie viel bekommst du, wie schaffst du es, dein Lead-Gen noch im Griff zu haben? Oder? Wie kommt man, eigentlich wollte ich darüber danach in der Nachfrage, wie kriegt man das dich dann als Investor geclosed? Also wenn man nicht gerade über die Hinterland läuft und in deinen Partner. Ja gut, Gott sei Dank sind wir mittlerweile ein vernünftiges Team, weil ich selber könnte jetzt nicht da, wir haben, keine Ahnung, 3.000, 5.000 Anfragen pro Jahr. Und ja, Zeit ist manchmal ein Problem, gerade wenn man innerhalb von wenigen Wochen dann auch entscheiden muss. Also wirklich ein Priorisierungsthema. Ja. Und dass man manche Sachen, muss man sagen, nee, macht keinen Sinn. Ich habe die Zeit nicht, ich kann mir das nicht genau anschauen. Aber auch als VC braucht man mittlerweile sehr gute interne Prozesse, dass man das bearbeiten kann, dass man responsive ist, dass man qualitativ hochwertig antwortet. Die Absage ist fast die wichtigere Kommunikation als die Zusage, ja, weil die Absage an ein Team, der Gründer trifft wieder 10 andere Gründer. Ja. Ja, wenn die flapsig ist, dann hatten 10 andere Gründer verprellt. Und by the way, wir sind ja auch im Fundraising immer wieder mit Investoren. Ich sage manchen, na, ich bin ein bisschen vorsichtig, aber wenn die Geldgeber, die ich habe, wenn ich mit meinen Ziel-Targets so umgehen würde, wie die manchmal mit mir, dann würde ich kein Investment machen. Ja? Also sprich, für uns ist es essentiell, dass wir ganz nah an den Startups dran sind, schnell agieren, verbindlich agieren, also die in der Kommunikation da auch gut sind. Ich wollte mal gerade sagen, ich schaue mal gerade hier in die Attendee-Liste rein, falls da ein potenzieller LP ist, der da auf mich dann zugehört hat. Aber jetzt mal zu den Fragen. Wir haben auch LPs hier. Ja, deswegen habe ich gesagt. Aber die meine ich nicht. Ne? Ja, okay, das sind ja Ostwestfalen. Ja, alles Gute aus Westfalen. Ja. Die machen das, was der Rheinländer verspricht. Ne? Nee, das hält der aus Westfalen. Die Angelsachsen, ja. Die sind da. Alles gut. Wir haben gar nicht so viel über die Technologie gesprochen, aber du hast ja mehrfach viel auch Technologieunternehmen. Ein Tech-Unternehmen, made in Germany, made in Ostwestfalen, backed by international VCs aus München. Es sind natürlich super viele Fragen, die ich jetzt, ich muss, ich kenne es nicht. Aber Frage von Ralf, planen Sie, also Thorsten, du wahrscheinlich, die Software, das ein oder andere passende Feature zu erweitern? Ich denke an ein Berechnungstool für OEE, Overall Equipment Effectiveness. Also grundsätzlich sind wir auf unserer Roadmap noch ganz am Anfang, ne, wie das die großen amerikanischen Konzerne auch behaupten, aber wir sind es wirklich. Und natürlich werden wir es erweitern für alles das, was der Industrie dabei hilft, sag ich mal, dauerhaft zu mehr Einsparungen aus eigener Kraft zu erzeugen. Also das werden wir uns alles genau anschauen und wenn das sinnvoll ist, dann werden wir es quasi mit einbauen, keine Frage. Aber das große Ganze dahinter ist vielleicht nicht nur, das muss man vielleicht mal erzählen, das ist nämlich die Magie von ValueDesk, ist ja nicht nur, dass wir einzelne Firmen glücklich machen, sondern eigentlich wir standardisieren die Optimierungsprozesse der Industrie und aus den daraus gewonnenen Daten
schaffen wir quasi neue Erkenntnisse, die keiner heute hat. Also das, was der Celonis macht, der steckt den Stecker in die Steckdose von SAP, ich mache es mal ganz profan, und zieht dort seine Erkenntnisse, seine Daten raus. So wollen wir nicht einen SAP anzapfen, sondern wir fragen quasi die Erkenntnisse der Industrie, sag mal, was funktioniert eigentlich wirklich? Und das ist quasi auf einem Industrielayer, der so neu ist. Also insofern ist alles, was darauf einzahlt, dass die Industrie miteinander lernen kann, anonymisiert, das werden wir einbauen. Ob das jetzt genau das ist, kann gerne schreiben, tb@valuedesk.de, dann beantworte ich seine Frage ganz konkret. Und auch wenn man sich bei dir bewerben will, tb@valuedesk.de. Ach, jobs@valuedesk.de, also er kann, jede E-Mail kommt rein, ihr könnt auch schreiben, ich will starten, @valuedesk.de, auch das kommt bei uns an. Dann letzte Frage, weil wir ein bisschen mit Hinblick auf die Uhr. Ne? Wie sehen die nächsten Marketing-Tätigkeiten von Valuedesk aus? Sind Ihrerseits Marketing-Events geplant oder leben Sie eher von Empfehlungsmarketing? Ja, ganz spannend. Gute Frage. Beides ist der Fall. Also wir bauen ein sogenanntes, wir haben bereits schon einen Outreach-Bereich aufgebaut, der schon sehr, sehr gut funktioniert. Also das heißt, wir kontaktieren aktiv die Kunden. Das funktioniert sogar überraschend gut, weil wir auch Top-Leute haben dahinter. Aber es wird eingebettet in einen Marketing-Mix, also mit ganz viel Content-Marketing. Wir haben auch ein fantastisches Marketing-Team aufgebaut, werden unsere Website aktualisieren Ende Juli und wir werden ganz viel Content erzeugen, also ganz viel Webinare, ganz viel inhaltliche Themen, weil wir wollen auch viel dazu beitragen, der Industrie, dass sie wissen, was ist denn so der beste Prozess, um wirklich Einsparungen darauf zu generieren. Also Marketing ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Kanal, weil wir auch eine Lösung sind, die in manchen Firmen auch noch erlernt werden muss. Ne? Also insofern springen wir da so ein bisschen im Blue Ocean auch rein. Also es gibt nicht den zentralen Wettbewerber bei uns, nicht so wie ein CRM, wo es irgendwie 350 CRMs heutzutage gibt und der bekannteste ist Salesforce. Gibt es also jetzt nicht einen direkten Wettbewerber zu Valuedesk, aber es gibt sicherlich Projektmanagement-Software und andere Tools und der größte Wettbewerber ist sicherlich Excel und Microsoft, ne? Aber das halt, die haben ja halt nicht den Content und nicht die Daten dahinter. Also insofern ist viel den Menschen beibringen wichtig und das bedeutet auch, dass wir viel Marketing investieren wollen. Ich glaube, wir könnten nochmal ein Follow-up machen, dann kein Founders Talk, sondern direkt zu schauen, ob Marketing und Sales, ne, wie das miteinander einhergeht und wie ihr es macht. Gerade im B2B ist das, das wollte ich gerade sagen, ist wirklich spannend. Das ist so spannend. Also man baut als vielleicht mal für die Gründerinnen und Gründer da draußen, wir bauen zwar ein technisches Produkt auf, man denkt, man ist das fertig. Nein, man baut eine Sales-Maschine und eine Marketing-Maschine aus. Es ist mindestens genauso anspruchsvoll wie die Produktmaschine sozusagen. Und das wird manchmal unterschätzt. Genau, und wie man es dann mit Marketing richtig macht, das dann beim nächsten Mal. Ich bedanke mich bei euch beiden recht herzlich, wirklich. Hat mir Spaß gemacht. Wir könnten auch noch eigentlich noch viel mehr reden. Liebe Grüße nach München morgen. Allianz Arena, die Deutschen hoffentlich spielen ja und gewinnen ja. Thorsten, dir, wir sehen uns sicherlich im Ökosystem wieder. Wir hoffen, dass wir uns bald wirklich hier wieder treffen können im Faunhaus Club. Die Inzidenzzahlen sinken, wir sind glaube ich bei 2 in Bielefeld aktuell, sodass wir diese Formate weiterhin hybrid anbieten können. Das nächste Mal wird der Faunhaus Talk nach der Sommerpause im August stattfinden. Dann danach kommt schon unser Hackathon, der wirklich dann voll ein Wochenende on-site mit Leuten, mit Barbecue und allem drumheran. Bleibt gesund, danke hier in die Runde. Danke euch und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Jetzt mit echtem Applaus. Ja.